Hallo und herzlich willkommen bei Philipps Zeit und Stunde. Die übrigen. Dem Apostel Johannes wird in einer Vision die zukünftigen Regierungen gezeigt durch Symbole. Vergleiche Offenbarung Kapitel 12 und 13. Diese Mächte werden sich besonders daran beteiligen, das Gesetz Gottes mit Füßen zu treten und sein Volk zu verfolgen. Der Kampf dauert bis zum Ende der Zeit. In den letzten Tagen wird nur noch ein kleiner Überrest vorhanden sein. Über diesen kleinen Überrest steht geschrieben: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Drache ist ein Sinnbild für den Satan, die Frau ist ein Sinnbild für die Gemeinde, und der Same ist ein Sinnbild für Kinder oder Nachkommen. Und weiter steht geschrieben: Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Die Merkmale von diesem Überrest sind also: Sie halten die Gebote Gottes, sie haben das Zeugnis Jesu Christi, sie bleiben standhaft bis zum Ende, und sie glauben, vertrauen Jesus Christus. Was ist das Zeugnis Jesu Christi? Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt also, das ist prophetisches Reden. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der, der die ganze Welt verführt. Er hat sogar die bekennenden christlichen Kirchen auf seine Seite gezogen. Nur noch ein Überrest bleibt standhaft. Wer ist dieser Überrest? Es gibt nur eine Gemeinde, auf die alle Merkmale zutreffen: die Siebenten-Tags-Adventisten. Und so ergeht eine Botschaft vom Himmel an die ganze Welt: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, das heißt aus Babylon, die Mächte, die gegen Gottes Gesetz kämpfen, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Was denkt ihr über dieses Thema? Lasst es mich bitte wissen in der unteren Kommentarsektion, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und bis bald.